Ihr wisst's, was im Leben so alles passiert und was einen ganz langsam, aber sicher ruiniert. Man ist wie ein Kohl, die zu Aschen verbrennt und die Aschen zum Schluss nur der Teufel da rennt. Und alles, was man lernt in dem lausigen Leben, hilft dann gar nichts. Zum Schluss geht doch alles daneben. Was hilft dann das schon, wenn man sehr viel studiert, wenn man vor lauter Studieren sich das Hirn ganz ruiniert? Weil das, was man braucht und das, was einem fehlt, das kann man nicht lernen und nicht kaufen für Geld. Und alles, was man ist und alles, was man kann, das reicht an das wirkliche Leben nicht heran. Hören müsst man heute, was für andere bestimmt. Und naiv müsst man sein für ein neugeborenes Kind. Sehen müsst man alles mit den Augen von einem Luchs. Und so brennt müsst man sein wie der schlaueste Fuchs. Blöd müsst man sein, dass man gar nichts versteht. Und so gescheit müsst man sein, dass man wüsst, wie alles geht. Und lang müsst man sein, dass man alles überrockt. Und so klar müsst man sein, dass kein Mensch noch einen fragt. Eine Nase musst haben, und was kommt, dass man es riecht. Dazu geschlossene Augen, und man trotzdem alles sieht. Und einen Zorn müsst man haben, der den anderen verbrennt. Und so sanft dabei reinschauen, dass der andere nichts kennt. Und reich müsst man sein, dass man in Geld nur so schwimmt. Und so arm dabei tun, dass einem keiner was nimmt. Und politisch müsst man drin sein in der stärksten Partei. Und wenn dann aber was schief geht, dann warst du niemals dabei. Aber weil es das nicht gibt, dass man das alles kann. Drum ist man so halbert und rennt überall an. Und wenn man überall anrennt und macht alles verkehrt, ergibt sich's ganz logisch: Das Leben ist nichts wert. Thank you.